Hallo liebe Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück in einem neuen Kochvideo von mir. Eigentlich war heute der Plan, so ein bisschen vor die Tür zu gehen, sich zu verausgaben, ein bisschen zu laufen, ein bisschen zu wandern. Leider hat das Wetter mir heute einen Strich durch die Rechnung gemacht und dementsprechend habe ich gedacht, okay, gut, dann stelle ich mich halt hin, koche mal was Leckeres. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht jetzt und habe mir gedacht, kreierst du einfach mal selber was, so ein eigenes Gericht vielleicht. Daran angelehnt auch an das Thema Wandern, weil ich sag mal, man kommt ausgepowert nach Hause nach einer anstrengenden Wanderung. Man ist müde, die Knochen tun einem weh. Man hat nicht mehr wirklich Lust, großartig noch zu kochen. Da habe ich mir überlegt, okay, gut, da lenkst du ein, da hakst du ein. Was könnte man machen? Ne, das, wo man sagt, okay, das ist ein Gericht, ist schnell zuzubereiten, von den Zutaten her auch alles machbar, ist preiswert im Einkauf und macht natürlich auch am Ende des Tages satt und gibt auch so ein bisschen die verlorenen Kalorien zurück. Und habe mich dann dabei für den Wanderkochtopf entschieden. Wie das funktioniert, was ich mir da überlegt habe, das zeige ich euch. Natürlich wieder Schritt für Schritt und genauestens erklärt, wie das zubereitet werden sollte. Und ich denke mal, das ist eigentlich so genau das Richtige nach einer harten Wanderung. Und bin gespannt, ob es euch gefällt und sag mal bis gleich. Kurz nochmal zu den Zutaten. Und zwar haben wir hier Spitzpaprika, verwende ich, weil die einfach ein bisschen süßer ist als die normale. Dann haben wir Frühlingslauch, Tomatenmark, rote Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, schönen fetten Speck, 500 Gramm Hackfleisch, passierte Tomaten, Mais, Kidneybohnen, Champignons, Schmand und leckeren Mozzarella-Käse. Ich würde sagen, wir starten noch direkt in die Vorbereitung und ich sag mal bis gleich. So, als erstes den von uns schon gewürfelten Speck schön anbraten. Als nächstes das Hackfleisch dazu und ebenfalls schön mit anbraten. Und ihr habt gesehen, ich habe kein Öl verwendet. Das kam alles vom Speck, vom Auslassen des Specks. So, Tomatenmark dazu und ein wenig mitrösten lassen. So, Salz. Und Pfeffer. Ein wenig Zucker. Die Tomaten dazu.
Wasser. So, dann die rohen Kartoffeln dazu. Deckel drauf und kochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Wie lange das dauert, erzähle ich euch gleich. So, nach 25 Minuten Kochzeit den Schmand dazu. Gibt noch mal so eine schöne Cremigkeit. Das sind jetzt hier 250 Gramm. Ruhig alles rein und schön mitkochen lassen. Und zu guter Letzt unsere frisch gehackten Frühlingszwiebeln. Das hat jetzt alles circa 35 Minuten schön vor sich hingeköchelt. Zeit zum Anrichten, würde ich sagen. Und natürlich zur Verköstigung. Das sieht doch gut aus. So, fertig ist der Wanderkochtopf. Aber ihr habt ja mitbekommen, ich habe vorhin noch Mozzarella gezeigt. Wofür der ist, das zeige ich euch jetzt. Schön drauf. Wunderbar. Schmilzt gleich richtig schön. Ein Träumchen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und recht guten Appetit. So, liebe Zuschauer, wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Unser Gericht ist fertig. Ich denke mal, es ist sehr, sehr gut gelungen. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt schmecken lassen. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere das vielleicht auch mal nachkochen würde und mir dann einfach mal in die Kommentare schreibt, wie es gelungen ist und wie es geschmeckt hat. Ja, ich denke mal, vom Aufwand her ist das wirklich zu bewerkstelligen. Das kann jeder, sofern er so ein bisschen auch Interesse hat. Aber das finde ich auch so ein passendes, perfektes Gericht für wirklich eine lange Wanderung. Wenn man sich wirklich verausgabt hat, denke ich mal, ist das so ein richtiger Energiespender, der erstmal schön satt macht und auch wieder die verlorene Energie zurückholt. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Da freue ich mich immer sehr. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch mich zu verabschieden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich schon aufs nächste Video und sage bis bald.